Babaderi, kümmern wir uns? Servus, Valentin. Ich bin der Schorsch. Der König. Da jetzt, das Übliche halt. Ein bisschen was getrunken haben wir, geratscht haben wir, das Übliche halt. Vielleicht hat es auch ein bisschen einen Streit gegeben. Das passiert schon einmal. Man wird ja nur seine Meinung sagen dürfen. Was willst denn du überhaupt? Magst du mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Geprügelt! Ja, so war es gewiss nicht. Wir haben halt was zum Klären gehabt. Das passiert schon mal, das gehört dazu. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, das sagt man doch auch so. Mein Lieber, jetzt gehst du mal auf den Senkel mit der blöden Fragerei. Bist du von der Presse oder was bist du überhaupt für einer? Ja, wurscht, jetzt lass mich einfach mal Ruhe. Wer sind denn Sie? Sie gehören aber nicht zur Familie. Bitte kommen Sie an, dass wir wieder einen Trauerfall geben. Dann fragen Sie den Bauern. So kann ich einen nicht reinlassen. Servus. Was wollen Sie? Ist schon gut. Ging es noch rein. Aber nix anfassen. Was sollen das für Fragen sein und warum sollte er eine Frage beantworten? Und wie kommen sie überhaupt dazu, mir Fragen zum stellen? Von mir aus. Aber sie versprechen mir, dass sie den Hundskrüppel finden, der das da hat. Wollen sie an dem Abend, wo das passiert ist, bei der Kathi im Wirtshaus, da trifft er sie ja jeden Sonntag mit seinen Revoluzzerfreund. Ach mei, das ist alles halb so wild. Über Gott und die Welt schrien die immer. Wir sind denen ihre Ideen gespinnert. Wo kamen denn wir denn da hin? Aber wenn man jung ist, dann muss man halt auch ein bisschen spinnen. Hauptsache man lernt dabei, was Recht und Ordnung ist. Der Leubel, unser Lehrer auf alle Fälle, der war ja in der großen, weiten Welt draußen. Zum Studieren, zum Inga. Seitdem hat er die ganzen gespinnerten Ideen im Kopf. Und sein Kompagnon, der Severin, der lungert auch immer bei der Schule rum. Der gute Dr. Schweighöfer, ja, der hält sich immer für besonders gescheit. Der ist da auch dabei. Und der Hans Gürgel, der war einmal ein Knecht bei uns. Aber leider gab's da mal ein paar Streitereien. Der Lenz und der Hans Gürgel waren sie öfter auch noch eins. Aber bei der großen Politik, da scheinen sie dann doch wieder zusammenzuhalten. Ich glaube, mit denen hockt er meistens zusammen, der Lenz. Aber so genau interessiert mich das nicht. Wegen am Hof? Ja, was willst du denn da wissen? Viel kämen, viel gängen. Wie überall anders da. Die guten Päute natürlich gern. Anständiges Personal finden ist nicht einfach. Außerdem haben wir einen Todesfall gehabt am Hof. Das mit der Zenzi, das war schon tragisch. Die hat sich das Leben genommen. Wir haben es gefunden, der Lenz und ich. Die ist da hinten gehängt im Schupfen.
vor einem Balken an einem Strick. Schon schlimm sowas. Es hat so auch keiner kommen sehen. Manchmal frage ich mich schon, ob das nicht anders gegangen wäre. Weiß nicht, was nachher mit ihr da passiert ist. Der Schweighöfer hat's abgeholt, der Doktor. Fragst doch den, wenn's noch was wissen wollen. Ja, und da, der Finder ist. Der Hansgürgel, der Knecht. Der kommt seit kurzem auch nicht mehr. Was mit dem Hans Gürgel ist, weiß ich nicht. So privat bin ich nicht mit meinen Angestalten. Und wer nicht will, hinterherrennen, werde ich die Leute nicht. Ja, was das jetzt? Oder willst du den ganzen Tag umeinander laufen und blöde Fragen stellen und die Leute vom Abern abhalten? Die dreckerten Haderlumpen, die Saugreisligen. Wenn ich die da wisch, dann knöpfe ich die am nächsten Baum auf, das sag ich dir. Dass wir jetzt die Kinder verbieten müssen, im Wald zum Spulen zu gehen. Dass unsere Jäger sich vor jedem Schatten fürchten müssen. Dass ich nicht mehr in meine Hütten gehen kann, ohne dass ich mich dauernd umschaue. Das ist das wahre Verbrechen. Vor ein paar Wochen, da haben wir das erste Mal von denen gehört, von denen Pascolinis. Ihr Wirtshaus bei der Kathi, wo ein Wandersgesell verzeiht hat, ihm hätten sie um 2 mm fast erwischt. Ja, richtig blass hat der ausgeschaut, als er das verzeiht hat. Ich hab ihm kleinen Obstler ausgegeben, dass er zum Zittern aufhört, der arme Bur. Ja, so richtig ernst genommen haben wir das aber immer noch nicht. Wir haben ja auch nicht genau gewusst, wo der die jetzt getroffen hat. Aber dann, auf einmal ist Dresi bei mir am Hof gestanden und hat geheult und gewarnt. Und da hab ich gewusst, jetzt sind sie da. Also eigentlich darf ich das ja nicht. Sie wissen ja, die ärztliche Schweigepflicht. Hat der Schormeier das abgesegnet? Ja gut, nein. Das mag ich natürlich nicht. Das Opfer hatte eine Wunde am Hinterkopf. Einwirkung mit einem stumpfen Gegenstand. Ich kann aber noch nicht sicher sagen, ob er daran gestorben ist. Könnte auch der Sturz gewesen sein.
Das war tragisch, aber leider heutzutage nicht mehr so selten. Die Leute geht's immer schlechter und keiner kümmert sie. Früher haben die Leute noch beieinander gestanden, heute steht jeder für sich allein. Dem stehen wir mir als Mediziner machtlos gegenüber. Da bräuchte man eine neue Wissenschaft, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigt, die solche Phänomene ergründet. Wir wären erst gerufen, wenn es bereits zu spät ist. Ich konnte nur noch einen Tod feststellen.